dämlich. So, ich nehme jetzt mal wieder ein Medipack mit. Ist mal wieder notwendig. Und, der Zug fällt in einen Tunnel ein und ich habe wieder A im Kontrollpunkt. Endlich. Das war ja auch mal abzusehen. Und das kennen wir hier doch schon, das Schema. Weil den habe ich, den einen habe ich schon weggehauen. Also, es ist doch ätzend, wenn sie es jetzt alles wiederholt. Au! Da oben lang. Immer an der Seite oben lang, sonst kriege ich die Krise hier. Weil diese ganzen... Ich muss jetzt schon so verdammt nochmal aufpassen. Ach, guck's da an. Ja, das kenne ich. Jetzt springen wir einmal über den Zug rüber. Alles nur, um Schwung zu nehmen, um gleich auf den Zug raufzukommen. Jetzt fahr, Mädchen. Gottes Willen, das ist peinlich. Und jetzt muss ich... Aua! Ja, Mann, ist das nicht dämlich? So, und jetzt muss ich gleich... Ich habe keine Ahnung, was ich musste. Ich musste auf den Zug raufspringen in dem Moment, aber irgendwie habe ich das nicht geschafft. Also nochmal von vorne. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da irgendwo in dem Moment auf den Zug rauf soll. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich da irgendwie rauf soll. Oder ich muss ihn schon wieder überspringen und auf der anderen Seite weiterfahren. Aber irgendwann muss ich auf den Zug rauf. Oder nicht? Oder ihm folgen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich fahre die Strecke einfach nochmal. Schließlich muss ich hier nur aufpassen, wo ich langs lenke. Und ihr seht, ich bin keine großartige Lenkungskünstlerin. Und rüberspringen und... Super gemacht, Lea. Ich bin so stolz auf dich. Was für ein Schwachsinn war das denn? Okay, nochmal von vorne. Ja, das ist ein Grund, warum ich dieses Kasachstan auch nicht so gerne mag. Also dieses Motorrad darauf, diese Strecke, die zermürbt richtig. Die ist sau lang. Und wenn du das mit dem Zeitspiel alles hinkriegen sollst, ich finde, das ist zu lang alles. Okay. Okay, nochmal von vorne. Ja, das heißt, ich glaube, das hat auch mein Freund gespielt für mich damals. Er hat es geschafft. Er erinnert sich nämlich auch ziemlich gut daran, dass er mir mal ein paar Zeitspiele machen sollte. Ich weiß auch nicht mehr so genau welche. Aber die ersten Zeitspiele habe ich ja selber noch hingekriegt. Aber das hier ist echt zum Würgen manchmal. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ah, und springen! Das Gott, das hat geklappt. Okay. Jetzt müssen wir hier nur noch an der Seite langfahren. Genau, da sollen wir rauf. Scheiße. Habe ich es jetzt geschafft? Nein. Ich soll auf diesen Zug auf jeden Fall stehen bleiben und ich soll nicht an der Seite langfahren. Aus dem Käse, Alter. So ein Käse, das hätte ich auch mal gelten lassen können. Ja, auf den Zug. Sie ist nur runtergefallen, weil das Spiel weitergegangen ist. Und weil das Spiel es nicht akzeptiert hat, dass sie auf dem Zug war. Aber genau so hätte es sein müssen. Da hätte ich auf dem Zug rauf müssen. Also, nochmal auf dem Zug rauf. Zug rauf, Problem Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Also müssen wir es jetzt erschaffen. Au. Da müssen wir hier lang. Oh, ja, ne? Ich wusste es. Okay, mal fahren. Ich fahre auf den Zug. Ah, da sollte ich hin.
Das hat ja auf Anhieb geklappt, Leute. Ich bin stolz auf uns. So, meine Leute. Puh, ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überrollt. Was ist mit dir? Geht mir ähnlich. Ja, welcher Idiot? Und die Tür ist zu. Und was jetzt? An der Wand rechts neben der Frachttür ist ein Ventilator. Er läuft. Sie hat also Strom. Wie willst du da reinkommen? Egal. Ja, ich guck mich erstmal um, ne? Das Übliche. Weil wir wollen ja nichts vergessen. Ich dachte schon, das wäre mein Moped. Ich glaube, mein Moped ist tot. Okay, hier finden wir nichts. Müssen wir also wieder in die Richtung. Siehst du, da kommen wir doch. Nein. Jetzt hoch da. Hoch da mit dir. Da, das Mädchen. Ja, super. Du hast ja super schnell reagiert. Ich bin beeindruckt von deiner Reaktion. Manchmal hat es, ne? Ja, du sollst doch im Springen das Ganze machen. Okay, dann habe ich eine andere Idee. Vielleicht war das anders gedacht. Mal hoch. Ah, geht doch. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Okay, so war das Ganze gedacht. Hoppala. Okay, und hoch hier. Und, okay. Wenn wir schon mal hier ran sind. Das wird ja sehr nett. Noch netter. Am nettesten. Warum gehe ich jetzt hier runter? Ganz einfach, weil ich die Kisten zerstöre. Da, 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 die Kiste leuchtet, die Kiste leuchtet, die Kiste leuchtet! Seht ihr? Ich war richtig mit meiner Vermutung. So, wieder rauf hier. Nicht so schwer. Es da unten noch was. Ich glaube nicht, dass da unten noch was ist, weil es sind nicht so viele Schätze und das Spiel hat ja noch ein bisschen was, ne? An Anspruch. Okay, hier kommen wir rein. Okay, gucken wir uns hier mal ganz gut. Es wird kälter. Das soll uns ja nicht. Muss ich runter. Und das seit den 50ern. Der arme Kerl ist erfroren. Kein schönes Ende für einen Wissenschaftler. Das Experiment ging daneben. Der KGB hat alles abgeriegelt. Er wollte durch... Ja, die Lichtungsschächte fliehen und ist stecken geblieben. Mein Gott. Okay, er ist seit den 50er Jahren hier stecken geblieben. Und ich habe irgendwas, falls ihr gesehen habt, ich habe irgendwas gefunden. Aber ich hab irgendwas von ihm gefunden. Das scheint ihn sich ja wieder zu helfen. Das ist das. Okay. 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 So, scheiße. Okay, das haben wir geschafft. Hier drin ist es ja viel kälter als draußen. Ja, irgendwie müssen sie ja den Scheiß. Was denn? War hier irgendwas? Hat er irgendwas gesehen? Also irgendwie... Ach, nochmal.
einfach. Oh Gott. Da kommt noch mehr so ein Kack. Okay, jetzt steckt hier oben ein. Ach, nein! Das solltest du machen. Okay. Also irgendwie... Oh, will die mich verarschen? Die Strom...